Dinge sind drei. Oder sind es vielleicht sechs? Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik. Und heute geht es schon um den nunmehr sechsten Teil des Wrong Turn Franchises Last Resort. Letztes Jahr schon erschienen, ich habe den Teil irgendwie verpennt, denn in den Jahren zuvor habe ich ja schon Teil 4 und 5 hier auf diesem Kanal sehr ausführlich vorgestellt und natürlich auch niedergemacht. Und jetzt ist natürlich fraglich, ob ich diesen Teil auch niedermachen werde, obwohl ich die Filme selber der Sammlung habe. Da muss ich ziemlich harsche Kritik einstecken. Da sind doch tolle, genial, geil gemachte Filme und deine Kritik ist scheiße. Verpiss dich mit deiner Bewertung. Und dann denke ich mir so, oh, okay, gut. Also Wrong Turn ist quasi das Maß aller Dinge, wenn es um Backfoot-Slasher-Kost geht. Immerhin hat Rob Smiths 2003 inszenierter erster Teil dieses Franchises dem Backfoot-Slasher zu einer neuen Hochkonjunktur verholfen, wenn man dann denkt, was danach kam. Das Texas Chainsaw Massacre Remake, The Hills Have Eyes, andere Epigonen, die sich irgendwie an diesen Erfolgszug drangehängt haben, obwohl Wrong Turn zu seiner Zeit kommerziell nie gesehen im Kino ein großartiger Erfolg war, aber der Film hat es geschafft, über lange Zeit hinweg sich eine ordentliche Fanbase aufzubauen, was vollkommen okay ist. Das haben andere Horrorreihen auch. Nur das Problem an den Wrong Turn Teilen war irgendwann, dass das Ganze immer ausgelutschter war, dass jeder Teil quasi nur ein Aufguss war, dass das Ganze irgendwie immer billiger wurde von Teil zu Teil. Irgendwann hat man angefangen, in irgendeinem Ostblockstaat zu drehen, beziehungsweise erst in Rumänien, dann in Bulgarien jetzt. Und Teil 6 ist wieder in Bulgarien entstanden. Natürlich wollte nebenbei sicherlich noch ein bisschen Spaß beim Spring Break haben. Und alle haben auch ordentlich auf Declan O'Brien rumgebasht, ein Regisseur von Teil 3 bis 5, der nebenbei auch die Stories geschrieben hat, der quasi mit Teil 4 so eine Art Prequel an den Start gebracht hat, um das Ganze neu auszurichten. Ja, und ich muss sagen, ich fand es ein wenig komisch, auf ihm rumzubashen. Was will man großartig von einem Film erwarten? Erstens, wenn das Budget marginal ist, wenn man genau weiß, es ist ein üblicher 0815 Klischee Backfoot Slasher, darf man nicht viel erwarten. Die Filme haben dann vor allem irgendwann größtenteils nur noch von ihren ziemlich ausgewalzten, teils sadistischen Gewaltszenen gelebt, die teilweise sowas von übertrieben und comichaft waren, dass man quasi gar nicht mehr drauf klarkam, muss man einfach mal sagen, weil das dann wirklich echt nur noch in die Richtung Guilty Pleasure ging. Und jetzt wurde der Regiestuhl neu besetzt mit Valerie Milev, der zuvor auch einige B-Movies gedreht hat, von denen ich in meinem Leben an dieser Stelle noch nie was gehört habe und auch noch nie gesehen habe, aber sie scheinen auch nicht sonderlich interessant zu sein. Und es ist nach wie vor ein klassisches Wrong Turn Sequel, muss man einfach mal so sagen. Obwohl der Film diesmal sogar sowas wie eine richtige Handlung aufzuweisen hat, Teil 5 hat ja keine Handlung gehabt, da ging es eigentlich nur darum, um Ex-Pinhead Doug Bradley aus dem Knast zu befreien und das war's. Inzwischen eine belanglose Dialoge, bla bla, und eine Stadt, in der das Ganze gespielt hat, die einfach kulissenhafter hätte nicht wirken können und deswegen wirkt das alles so plastisch und unecht. Und in diesem Teil geht es nun um Danny. Danny betreibt etwas Ahnenforschung, denn er tritt bald eine Erbschaft an. Und eben jene Erbschaft ist ein ziemlich runtergekommenes Hotel. Am Anfang dachte ich, das wäre ein Altenpflegeheim, weil da saßen nur alte Leute. Später im Film eines der ersten Opfers auch eine ältere Dame, die dann plötzlich verschwindet, die anruft, Mr. Jackson? Und denke ich so, okay, gut, unsere Kannibalen müssen sich im Moment mit Dörrfleisch quasi aushelfen, bevor mal wieder was Leckeres, Frischeres an den Start kommt. Aber um Kannibalismus geht es in diesem Teil irgendwie gar nicht so richtig. Denn es geht um ein sehr, sehr obskures, fleischliches, lüsternes Ritual, was vollzogen werden muss. Und da kommt ja den Hotelbetreibern Danny gerade recht. Und es ist so, Danny wird quasi immer mehr im Laufe der Handlung mit seiner Familie, die er noch nebenbei hat, dann mehr oder minder konfrontiert. Und irgendwann kommen noch mehr Charaktere hinzu, da ich mir dachte, so, okay, es gibt mehr als nur drei von diesen degenerierten Killerspacken. Na gut, wir hatten ja schon in Wrong Turn 2 diese Hinterwäldlerfamilie gehabt, aber hier geht das Ganze schon in einer Szene gewisserweise in Richtung Freakshow. Was ich an sich okay fand, der Film versucht immerhin Spannung aufzubauen, er versucht immerhin eine recht düstere Atmosphäre zu kreieren, aber er scheitert daran, dass die Charaktere nicht sonderlich interessant sind, dass sie im Laufe des Films immer unsympathischer und nerviger werden zu großen Teilen. Und es sind die üblichen Klischeefiguren. Sie haben Sex, sie nehmen Drogen, sie machen blödsinnige Sachen, sie sind einfach zu neugierig. Dann gibt es eine wirklich denkwürdige Oscar-Bashing-Szene, in der ein goldener Dildo quasi als Oscar herhalten muss.
An dieser Stelle habe ich mir gedacht, man hätte ja diesen Dildo in irgendeinen kreativen Kill einbauen können. Leider, Pustekuchen war nicht gewesen. Das sind alles mehr oder minder witzige Füllszenen, um den Film ein bisschen aufzuwerten. Ja, wir haben noch ein paar witzige Figuren, die dürfen witzigen Schabernack treiben, der im Grunde genommen den Figuren nichts bringt, da sie am Ende doch alle über die Klinge springen müssen, beziehungsweise im nächsten Kochtopf landen werden. Und ja, das ist es halt. Die Handlung selber hat mich über weite Strecken an den letzten Texas Chainsaw Massacre Film erinnert. Definitiv, da ging es auch quasi um Familie, um die echte Familie. Wo komme ich denn her und so weiter und so fort. Aber da war das Ganze ganz anders losgelöst. Da war auch die weibliche Hauptfigur in gewisser Art und Weise interessant, obwohl es hier und da auch Logiklücken gab und die gibt es hier auch definitiv. Ja, was man natürlich sagen muss, ist, dass der Film natürlich wirklich eine herrliche Blödheit an den Tag legt, die wieder grandios steht für die Wrong-Turn-Teile. Und natürlich hat der Film auch ein paar denkwürdige Kills zu bieten, wobei ich sagen muss, ist, ich kann verstehen, dass der Film bei der FSK durchgekommen ist, denn die Gewaltszenen sind bei weitem nicht so ausgedehnt, plattgewalzt wie bei den vorherigen drei Teilen. Sie sind auch weitaus weniger sadistisch, wobei mir wirklich nur eine Szene wirklich im Kopf hängen geblieben ist und da wird ein Löschlauch rektal zweckentfremdet. Nebenbei gibt es noch eine, sagen wir es mal so, Szene, in der auch quasi jemand als lebende Pinata benutzt wird. Das hätte man noch richtig schön übertreiben können und genau den gommikhaften Gestus der Gewaltszenarien der vorherigen Teile in irgendeiner Art und Weise zu potenzieren, ist leider nicht. Unsere degenerierten Killerspacken ums Threefinger sind natürlich nicht mehr furchteinflößend. Sie sind genauso wieder schön lächerlich. Das Overacting ist einfach nur zum Schreien genial. Genauso wie das Lachen von Threefinger, was einfach nur sicherlich mehr Kultstatus hat als die Teile vorher so an sich selber. Und ja, handwerklich ist der Film definitiv okay ausgefallen. Man sieht ihm aber sein begrenztes Budget an. Und es gibt viele Figuren, die sind einfach nur Filmmaterial für irgendwelche Kills. Es gibt im Film auch den örtlichen Provinzcop, der mich wahnsinnig an den Cop aus dem ersten Wrong Turn Teil erinnert hat und fast genau den gleichen Abgang macht, nur in einer gewissen szenischen Variation an dieser Stelle. Das Schlimme ist allerdings, dass irgendwann im Film auch ordentlich Kameragewackel vorkommt, vor allem bei den Szenen, in denen unsere drei Generierten dann natürlich die wenigen überlebenden jungen Leute dann durch die Gemäuer des alten, runtergekommenen Hotels jagen und erlegen. Man hat sicherlich versucht, auf diese Art und Weise, wenn man so ein bisschen shaky-shaky hier ein bisschen so eine Art Dynamik aufzubauen, um das Ganze actionreicher auszugestalten. Aber irgendwann nervt es nur noch, dieses Hin- und Her-Geschlendere, weil hin und wieder verliert man doch ein bisschen den Anschluss. Der Film ist ganz okay geschnitten, die Filmmusik ist natürlich ganz klar generisch für diese Wrong-Turn-Reihe und der Film hat natürlich einen sehr konsequenten Schlusstwist, muss man einfach mal sagen, er ist genauso konsequent wie die Teile 4 und 5 zuvor. Ja, und die Endszene war sicherlich sehr, sehr ironisch gemeint. Denn ich habe ja gesagt, am Anfang mussten sich unsere Hinterwäldler-Kannibalen mit Dörrfleisch im Hotel zufrieden geben. Und am Ende gibt es dann mal wieder was ordentliches, dickes auf die Pfanne. Muss man einfach mal so sagen. Ja, daher habe ich mir an dieser Stelle gedacht, bewerte ich den Film einfach in zwei Kategorien. Einmal als normaler Film und einmal als Trash-Film. Das wird dem Ganzen mehr oder minder gerecht, denn es ist nach wie vor ein schlechter Film. Es ist nichts Grandioses. Das Wrong Turn-Franchise hat sich über die Jahre hinweg selber verkannibalisiert, sich selber gefressen, sagen wir es mal so. Und daher ging es immer mehr in Richtung Locus. Und deswegen bewerte ich den Film einmal als normalen Film. Und da schneidet der Film erfreulicherweise besser als Teil 5 ab, sogar mit guten 3 von 10 Punkten. Und als Trashfilm gebe ich dem Film durchaus wohlwollende 6 von 10 Punkte. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist auf jeden Fall eher was für Trashfreunde, weil dieser Film hat einen ordentlichen Trash-Pilger, einen ordentlichen neben diesen normalen Szenen. Er bietet all das, was man von einem Wrong-Turn-Teil erwartet. Pures Guilty Pleasure, Blödheit, es gibt sehr viele nackte Tatsachen zu sehen. Es gibt einiges an Gore zu sehen. Ein bisschen runtergeschraubter Gewaltpegel gegenüber Teil 5. Aber es gibt dennoch noch genug Blut zu sehen, obwohl es zu großen Teilen mal wieder CGI-Gore ist. Und naja, das wirkt an manchen Stellen schon ein bisschen unecht und ein bisschen übertrieben. Aber ja, das gehört halt zu diesen Filmen dazu. Und nun ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Sicherlich hat keiner damit gerechnet, dass ein weiterer Wrong-Turn-Teil kommen wird. Und ich sage euch in weiser Voraussicht, da wird sicherlich noch weiterer Stuff folgen, weitere Sequels, denn diese Reihe scheint dennoch
trotz marginaler Produktionsbudgets und wirklich grauenhafter Kritiken auch von meinerseits ordentlich Cash abzuwerfen. Und es macht dennoch irgendwie Spaß. Es ist so ein Film, den man sich zwischendrin reinziehen kann, der einen wieder auf den Boden zurückholen kann, bei dem man herzlich lachen kann, obwohl die Charaktere um ihr Leben rennen und laufen. Aber sie sind einem vollkommen egal, auch in diesem Teil noch mehr als noch in Teil 5. Und nun ja, das war's auch an dieser Stelle mit Wrong Turn 6. Mich würde natürlich interessieren, schaut ihr euch auch diesen Teil an? Seid ihr ein Fan des Wrong Turn Franchises und beziehungsweise was ist euer Lieblingskind in den ganzen Filmen gewesen? Und ja, damit bin ich erstmal raus. Ich hoffe, euch hat diese Kritik gefallen und bis zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.